Damit auch die, die vielleicht noch nicht so dabei sind und nicht genau wissen, was ACTA überhaupt bedeutet, wollen wir ein paar Worte dazu verlieren, warum wir heute eigentlich hier sind. Es ist nicht das erste Mal, wir sind ein paar weniger heute, aber das mag daran liegen, weil es heute halt schon 4:0 steht. Das sollten wir nicht vergessen. Aber das heißt auch, was bedeutet 4:0? 4 Autos vom Europäischen Parlament haben bereits gesagt, ACTA in dieser Form, das funktioniert nicht. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt von heute auf morgen sagen können, das war's mit ACTA, denn das Parlament hat noch nicht, das Europäische Parlament hat noch nicht darüber abgestimmt. Und der letzte Ausschuss, nach meiner Kenntnis, auch noch kein Votum, Votum dazu abgegeben. Worum geht es letztlich? Bei ACTA geht es darum, ursprünglich, dass man keine Plagiate von materiellen Sachen an einem Ort herstellt, an den anderen Ort transportiert und dann verkauft eben. Fallen so Stichworte wie Solinger Messer oder irgendwelche anderen Sachen. Und irgendwann kam hier in diesem Bereich auf die Musikindustrie dazu und hat festgestellt, hey, das ist eine tolle Sache. Das passt zwar überhaupt nicht dahin, weil das auch organisatorisch von der UNO gar nicht hingehört, aber diese Geheimverhandlungen wurden dann auch von der Musikindustrie unterstützt mit dem Ergebnis, dass es vorstellbar ist, in momentanen Text von ACTA, dass man A, an der Grenze angehalten wird, und in seinem iPod erklärt wird, dass meine Musik ist, dass deine Musik richtig gekauft, der hat sie gekauft. Oder dass es auch zum Beispiel möglich ist, dass man bei einer Urheberrechtsverletzung einen Hinweis bekommt, das sogenannte 3 Strikes Out. Also erst einen Hinweis, dann den zweiten Hinweis, wenn man vermutet, eine Urheberrechtsverletzung begangen hat. Und beim dritten Mal wäre dann, und das ist möglich, das gibt der Gesetzestext her, was nicht bedeutet, dass es jetzt unbedingt unsere jetzige Bundesregierung verfolgt. Sie beteuert ja immer, sie will es nicht, allein ich glaube es nicht. Und in diesem Zusammenhang könnte es dazu kommen, dass eine ähnliche Regelung in Frankreich eingeführt wird, das sogenannte Hadopi in Frankreich. Lasst mich das jetzt bitte nicht auseinanderklambüstern und übersetzen, das kann ich nicht. Ich kann zwar Französisch, aber diese Abkürzung weiß ich jetzt nicht, aber das Hadopi ist genau so etwas, dass eine Behörde hingeht und sagt, der hat eine Urheberrechtsverletzung begangen, der oder der da hinten. Ja? Und dann ist ruckzuck der Internetzugang gekappt. Und hier ist das Hauptproblem eigentlich, dass der Zusammenhang schwerer herzustellen ist. Ich sage in dem Zusammenhang immer gerne, unser täglich Urheberrechtsverletzung gibt uns heute. Also etwas überspitzt gesagt, wer noch keine Urheberrechtsverletzung begangen hat, der werfe den ersten Stein. Das ist normal, das ist Standard. Man merkt es gar nicht. Professoren machen es, Lehrer machen es. Unbewusst, denn sie brauchen diese Kopien. Und wenn wir dahin kommen, dass wir diese Kopien nicht machen dürfen, wenn wir letztlich auch Schranken im Urheberrecht fallen sollten, dann kriegen wir ein ungleiches Schulsystem, eine ungleiche Bildung nur noch dort, wo man sie sich leisten kann. Das sind alles Konsequenzen von ACTA. Also wir reden nicht nur über Kopien von Musik und die Fragestellung, ob das Urheberrecht, nur wenn wir es heute haben, Sinn macht, sondern wir reden vielmehr über weitergehende Sachen, was die Bildung betrifft, was die universitäre Ausbildung betrifft und letztlich auch das tägliche Miteinander, wo auch es zu Kopien kommt, die heutzutage, ich nenne es mal, normal sind. So viel erstmal zu ACTA. Ich freue mich, dass wir hier neben den Piraten noch, ich habe eben die Linken gesehen irgendwo, also scheint es doch noch nicht ganz untergegangen zu sein bei den anderen Parteien, aber macht ja nichts, wenn sie nicht mitspielen wollen, denn dieses Thema bleibt, denn wir können davon ausgehen, selbst wenn, auch da hinten, Partei der Vernunft, Entschuldigung, selbst wenn ACTA in dieser Form nicht, können wir davon ausgehen, dass denen was Ähnliches wieder einfällt und er droht am Horizont. iPad 2, googelt das mal, dann werdet ihr sehen, was da wieder auf uns zukommt. Das sind genau die gleichen Sachen, super in den USA, es ist immer das gleiche Thema. Und treibende Kraft, das behaupte ich an dieser Stelle jetzt einfach mal, meine ganz persönliche Meinung, ist an dieser Stelle die Content-Mafia. Da können wir einfach von ausgehen. Man hat es jetzt gestern und was heute in der Zeitung,
was es eigentlich bedeutet, wenn auf der einen Seite ACTA steht und auf der anderen Seite die GEMA. Und was macht die GEMA? Die GEMA wird dafür sorgen, dass einer der größten Clubs hier in Stuttgart, die Boa, seit Jahrzehnten bekannt, dahin kommt, dass sie nicht mehr 6.000 Euro an die GEMA zahlen dürfen, sondern zukünftig 40.000 Euro. 40.000 Euro für genau den gleichen Vorgang. Hast du mich jetzt abgedreht oder wie? Hört ihr mich noch? Ja. Oh, okay. 40.000 Euro an die GEMA zahlen darf. Und was das bedeutet, das weiß jeder kleine Club, das weiß jeder kleine Kneipe, die Gebühren an die GEMA abführen darf. Das hat in der Konsequenz zur Folge, dass wir in den Clubs, dass die Clubs sterben werden und dass, auch, dass wir Kneipen ohne Musik haben werden. Es ist nicht mehr bezahlbar. Und wir kommen hier an Punkte, wo ich sage, halt, stopp, ACTA, stoppt die GEMA auch an der Stelle, kommt zu einem anderen Punkt und lernt endlich, dass das Urheberrecht so, wie wir es heute haben, fortentwickelt werden muss und so in dieser Form nicht weiter bestehen kann.